Wir haben uns in der Tat über die von Herrn Sellering genannten Punkte ausgetauscht in dem Gespräch und es gibt ein hohes Maß an Übereinstimmung, das kann man sagen. Erstens, der Bund ist bereit, dem Wunsch nach der Unterstützung strukturschwacher Regionen nach Auslaufen des Solidarpaktes nachzukommen. Es gibt erste Überlegungen des Bundes dazu. Die parlamentarische Staatssekretärin Gleike wird einladen, die Chefs der Staatskanzleien, um das mit den neuen Bundesländern zuerst zu diskutieren, später dann auch die anderen Länder mit einzubeziehen, sodass wir diesen Prozess fortsetzen können. Und hier gibt es eine gemeinsame Grundüberzeugung. Zweitens, was die Renten anbelangt, so haben wir ja in diesem Jahr seit 23 Jahren das höchste Rentenplus mit 5,95% in den neuen Ländern, mit 4,25% in den alten Ländern. An den unterschiedlichen Rentensteigerungen sehen Sie, dass sich die Lücke noch einmal etwas schließen wird und dann vielleicht bei das Ostrentenniveau bei 94% liegt, aber auch von 94 bis 100 ist noch ein Stück zu gehen. Sommer wird die Bundesregierung einen Bericht vorlegen und dann werden wir schauen, wie wir so vorgehen, dass wir das Ziel ab 2020, ein einheitliches Rentenniveau zwischen Ost und West zu haben, auch erreichen können. Da liegt Arbeit vor uns, aber der Rahmen ist gemeinsam definiert. Wir haben über die Regionalisierungsmittel gesprochen und da ist ein Problem zu lösen. Ich will jetzt hier gar keine sozusagen Verkomplizierung der Situation hervorrufen, will aber doch ein gewisses Verständnis der Haltung zu der Haltung der neuen Bundesländer ausdrücken und sagen, dass wir mit Hochdruck daran arbeiten werden, dass wir auch hilfreich sein können. Die zwei Fragen haben natürlich im Raum gestanden, die werden aber mit allen Bundesländern besprochen. Das ist einmal das Treffen des Bundes und der Länderministerpräsidenten am 22. April, dann zu den Fragen der Integration und das Thema Bund-Länder-Finanzausgleich. Das kann aber natürlich nicht mit den neuen Ländern gelöst werden. Bei den Netzentgelten habe ich das zur Kenntnis genommen. Da kann ich jetzt heute keine Zusagen machen. Und es hat da noch eine Rolle gespielt, das Thema Braunkohle von den Ländern, die Braunkohletagebauer haben. Da ging es im Kern um die Verhandlungen für ein Bund-Länder-Verwaltungsabkommen Braunkohlesanierung ab 2018. Hier laufen die Gespräche. Alles in allem ist die Situation so, dass es nach wie vor strukturelle Komponenten gibt zwischen Ost und West, zwischen den neuen Ländern und den alten Ländern, die es rechtfertigen, einige Akzente so zu setzen, dass die neuen Länder eine gute Chance haben, auch in dem nächsten Jahrzehnt nach den 25 Jahren weiter aufzuholen. Wir haben eben in unserem Gespräch die verschiedenen Themen angesprochen, die aus der ostdeutschen Sicht von besonderem Interesse sind. Und es ging uns jetzt vor allem um drei Themen. Es geht einmal darum, das ist das wichtigste Thema für uns gewesen, dass die Förderung strukturschwacher Regionen nach 2020, wie Sie alle wissen, bekommen ja die ostdeutschen Länder, um ihre Strukturschwäche zu überwinden, im Moment noch Solidarpaktmittel. Diese Förderung geht zurück von Jahr zu Jahr um beträchtliche Mittel und 2019 läuft es ganz aus. Und wir haben immer ganz klar gesagt, wir erwarten nicht, dass es dann noch einmal eine spezielle ostdeutsche Förderung gibt. Allerdings sprechen wir uns dafür aus, mit anderen auch, dass ab 2020 eine Förderung für strukturschwache Regionen insgesamt in Deutschland geben muss, in Ost wie in West. Die ostdeutschen Länder haben sich seit der deutschen Einheit insgesamt gut entwickelt. Es gibt ja auch Regionen, die schon weitgehend aufgeschlossen haben. Allerdings gibt es bei uns eben auch Regionen, die noch sehr strukturschwach sind, mit niedriger Finanz- und Wirtschaftskraft, mit überdurchschnittlicher Arbeitslosigkeit, beispielsweise hier diese Region in Vorpommern. Und ich meine, wir meinen, dass Regionen wie Vorpommern nach wie vor besondere Unterstützung brauchen, ebenso wie vergleichbare westdeutsche Regionen, die ebenso schwach sind. Und wir freuen uns darüber, dass es in der Bundesregierung ähnliche Überlegungen gibt. Das hat die Bundeskanzlerin deutlich gemacht und auch die Beauftragte der Bundesregierung für die ostdeutschen Länder, Frau Gleike, in deren Bereich entsprechende Konzepte entwickelt werden. Dafür bedanke ich mich. Es liegen jetzt Eckpunkte für ein Fördersystem vor. Und unsere Bitte ist, dass wir noch in dieser Wahlperiode die Dinge soweit anschieben. Das zweite wichtige Thema aus Ostsicht ist, dass es endlich zu einer Angleichung der Rente Ost und West kommen muss. Das ist vereinbart in der Koalitionsvereinbarung der Bundesregierung 2013.
Und da ist auch gesagt worden, dass wir in diesem Jahr über einen Zwischenschritt nachdenken und den prüfen werden, wenn deutlich wird, dass sonst am Ende der Unterschied einfach zu groß sein wird. Wir sind im Moment bei 92 und ein bisschen Prozent, zwischen 92 und 93. Und da spricht natürlich vieles dafür, dass wir so einen Zwischenschritt brauchen werden, wenn absehbar ist durch die Rentenberichte, dass das bis 2019 sich die Schere nicht noch erheblich weiter schließt. Ein wichtiges Thema, über das wir gesprochen haben und was auch für viel Emotionen sorgt, ist die Frage der Regionalisierungsmittel, also der Mittel, die der Bund zur Verfügung stellt, damit in den Ländern öffentlicher Personenverkehr stattfinden kann. Da wissen Sie, da gibt es einen Konflikt zwischen den ostdeutschen Ländern und westdeutschen Ländern. Und da haben wir auch uns darüber ausgetauscht, wie man diesen Konflikt möglichst beilegen kann. Wir wollen ja nicht, dass da Gräben auftreten. Und das wird nicht ganz einfach sein, aber wir werden uns gemeinsam bemühen, das hinzubekommen. Zur Energiewende, die ja für die ostdeutschen Länder insgesamt eine große Chance ist, haben wir nochmal ein kleines, besonderes Problem angesprochen. Die Regionen in Deutschland, die weit vorne sind bei der Umsetzung, die ganz viel erneuerbare Energien einspeisen, die haben über einen komplizierten Mechanismus, vermiedene Netzentgelte, besondere Kosten. Und das sieht auch die Bundesregierung so, dass man es abschaffen muss. Die Pläne sind ab 2021. Wir haben heute die Bitte geäußert, ob das nicht früher geht. Ich habe nochmal eine Frage auch zur Rentenpolitik. Und zwar leiden die Rentner ja auch unter der Niedrigzinspolitik der EZB. Was kann denn die Bundesregierung da unternehmen, um das Problem oder den Verlust etwas abzumildern durch die Niedrigzinspolitik? Und wird das heute Abend auch Thema sein beim Koalitionsverhandlung? Also wir haben ja, ich habe ja die Rentensteigerungen genannt und das in einem Umfeld, in dem wir eine sehr, sehr und ganz, ganz geringe Inflationsrate haben. Das ist im Augenblick schon eine Situation, die für die Rentner doch, wo das Positive absolut überwiegt. Zweitens, das, was die Politik tun kann, das ist in Europa wieder für mehr Wachstum zu sorgen und zwar nicht nur in Deutschland, sondern in ganz Europa und aus diesem Wachstum dann auch eine Situation zu bekommen, in der die Inflationsrate wieder höher wird und damit die beste Voraussetzung im Rahmen der Mittel, die wir haben als Politiker zu schaffen, um auch die Geldpolitik der EZB, dass die anders gestaltet werden kann. Denn der Auslöser der EZB-Politik ist ja eine sehr geringe Inflationsrate und die EZB hat in ihrem Mandat die Aufgabe, die Inflationsrate auf ein bestimmtes Niveau zu bringen oder sie auf einem bestimmten Niveau zu halten. Und insofern liegen unsere Aufgaben darin, Wachstum und Arbeitsplätze zu schaffen.